Auch ein Herr Jens Spahn sagt, ja, diese Sonderermächtigungen sind etwas, die er gerne weiter hätte. Er möchte quasi weiterhin auch nach dem März, wenn die Befugnisse des Gesundheitsministeriums über das Infektionsschutzgesetz auslaufen, möchte er diese Befugnisse weiterhin. Er möchte jederzeit diesen Zustand ausrufen können, den wir jetzt seit einem halben Jahr haben. Und innerhalb dieses Zustands natürlich auch volle Befugnisse, um neue Gesetzesänderungen anzupassen. Reisen und Transporte mit Bus und Bahn möchte er definitiv auch einschränken können. Und ja, möchten wir, dass ein Ministerium, letztendlich eine Person, diese Macht hat, dass es von der Einschätzung, von der Meinung einer einzigen Person abhängt, welche Maßnahmen wann, wie und in welcher Tragweite auf die Straße gebracht werden in unserem Land. Ich denke, da müssen wir alle mal drüber nachdenken. So, es sind jetzt bald 35 Minuten Demozug. Genauer genommen 31 Minuten 40 Sekunden. Es wird immer wieder mal ein kleiner Stopp gemacht. Wir kennen das auch von anderen Demos, über die wir berichtet haben, damit es sich quasi nicht staut und die Mindestabstände auch eingehalten werden können. Das ist immer wichtig, weil spätestens am Brandenburger Tor, wenn da dort quasi ein höheres Polizeiaufkommen anzutreffen sein wird, werden wir auch bestimmt die ein oder andere Durchsage der Veranstalter oder der Polizei hören, eben die Mindestabstände einzuhalten, die Masken zu tragen. Das kennen wir noch vom Schweigemarsch, da wurde da auch sehr oft und konsequent dazu aufgefordert und es hat auch funktioniert und hat auch dazu geführt, dass dieser Schweigemarsch ohne Zwischenfälle unter Beachtung aller vom Staat derzeit geforderten Richtlinien durchgeführt werden konnte. Weiter geht es, der Wagen links von mir zieht weiter, somit können auch die Menschen weiterziehen. Hier auf einem Banner steht: besonderes Opfer, besondere Hilfe. Da muss ich jetzt aber auch wieder sagen, ich glaube, wir alle brauchen Hilfe. Wer schützt uns vor einer Regierung, die derart harte Maßnahmen erlässt, dass branchenweise die Wirtschaft im Land zusammenbricht? Die nichts dafür tut oder kaum etwas, um dagegen zu wirken. Wir haben nicht die Lobby, wir haben
Wir haben es nochmal gehört, über 1 Million Menschen in der Veranstaltungsbranche. Die drittgrößte Wirtschaftskraft in Deutschland, die Veranstaltungsbranche. Man fordert keinen Abbruch der Maßnahmen von heute auf morgen, aber man bittet dringlichst um Unterstützung. Was ich jetzt hier höre, finde ich etwas doppelmoralisch. Man sagt jetzt quasi, dass hier eigentlich in dieser pandemischen Situation das Demonstrieren für als nicht angemessen empfunden wird, aber man durch die Notlage gezwungen wird, jetzt hier aktiv zu werden. Stellvertretend für die Veranstaltungsbranche. Was ich an diesem Punkt nicht verstehe, ist, dass man wirklich viele andere Maßnahmen und kritische Demos verurteilt, obwohl diese auch ihre Nischen repräsentieren und deswegen auf die Straße gehen. Ich denke, hier wäre es angemessen, mal die Scheuklappen von den Augen zu nehmen und zu sagen, hey, der Schweigemarsch, auch die eine oder andere Querdenken-Demo, auch dort gibt es durchaus eine Menge Menschen, die aus anderen Branchen sind und die unter den Maßnahmen leiden. Vielleicht auch Menschen, deren Angehörige im Krankenhaus gestorben sind, die ihnen nicht auf Wiedersehen sagen konnten. Ich denke, es gibt wirklich viele Gründe zu demonstrieren. Und es ist vorbei, die Zeit sollte vorbei sein, in der wir uns gegenseitig dafür verurteilen, warum wir demonstrieren. Sobald wir demonstrieren, sobald wir auf die Straße gehen und der Meinung sind, ich bin so unzufrieden, dass ich mir ein Schild gemacht habe oder auch nicht und auf die Straße gehe, dann muss das von anderen anerkannt werden, dass hier wohl ein so starkes Motiv vorhanden ist, dass es genauso wie hier auch respektiert werden muss, wenn Menschen dafür demonstrieren. Und da spreche ich nicht von irgendwelchen Attila Hildmann-Reichsbürger-Demos oder von irgendwelchen Demos von der patriotischen Opposition Europa, von irgendwelchen rechten Vereinen. Nein, ich spreche von bemüht politisch neutralen Demonstrationen, die sich gezielt und konkret der Kritik einzelner oder bestimmter Maßnahmen widmen, die sich gezielt dem Schutz ihrer Existenz widmen, die sich gezielt dem Bemühen um Lebensstandards in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis bemühen. Wie wir wissen, gibt es ja Menschen, die durch die Corona-Maßnahmen sehr eingeschränkt sind und die deutlich mehr als andere darunter leiden. Und dieses Verständnis füreinander müssen wir lernen, wieder aufzubringen. Und ich hoffe, dass auch viele der Menschen, die hier heute mitlaufen, durch ihre bloße Präsenz merken, wie es sich anfühlt, in diesen Zeiten für seine Ideale auf die Straße zu gehen und dass sie dadurch eventuell auch mehr Verständnis für andere Menschen entwickeln, die eben genau dasselbe tun. Minuten Demozug, liebe Zuschauer. Und es reißt nicht ab. Schauen wir mal gemeinsam nach da hinten. Ich zoome mal, soweit mein Handy es vermag, für euch dahinter. Und ihr seht die Fahnen wehen. Ihr seht wahrscheinlich trotz des hohen Zoom-Faktors, dass da noch ein gewisser Strom auf uns zukommt. Ich denke, viele waren in den letzten Monaten durch die Medien verunsichert und würden sich auch nie auf eine Querdenken-Demo trauen, weil sie Angst haben, dass da bestimmt nur Rechte und Antisemiten sind. Wir vom Time for Truth-Kanal, wir können bestätigen, dass dem nicht so ist. Und jetzt ist es aber auch so weit, dass die Menschen jetzt endlich selber auch mal auf die Straße gehen hier aus Berlin und
da es ja hier für die Veranstaltungsbranche ist, Berlin ist Veranstaltungsort Nummer 1 in Deutschland, ja, können wir wirklich davon ausgehen, dass das am Ende vielleicht noch eine der größten Demonstrationen gewesen sein wird, die Berlin in Bezug Corona-Kritik gesehen hat. Lassen wir uns überraschen. Es ist jetzt 13.27 Uhr. Um 14.30 Uhr soll der Demozug, wie gesagt, ankommen, oben am Brandenburger Tor. Dann ist es auch soweit, dass dann die großen Redner erwartet werden. Didi Hallervorden, habe ich gehört, soll sprechen. Und noch einige weitere sehr bekannte Namen und Größen aus der Medien- und Musikbranche. Menge an Menschen wird es de facto wahrscheinlich am Ende nicht möglich sein, dass die Mindestabstände eingehalten werden. Ich hoffe nicht, dass es dieser Demo so wie anderen maßnahmenkritischen Demos geht und sie am Ende dann deswegen aufgelöst wird, bevor die ja, knackigen Reden ans Volk gebracht sind und die Botschaft eben auch über die berichterstattenden Medien hinaus nach Deutschland getragen worden ist. Banner, die im Winde wehen. Auf dem hinteren befindet sich ein Sarg, symbolisch. Ja, schauen wir uns das mal an. Kann es leider nicht lesen. Wen sehen wir da auf dem linken Banner? Habe ich da einen Jens Spahn und eventuell Müller erkannt, den Bürgermeister? Ich bin mir nicht sicher. Jens Spahn ist, glaube ich, links dabei. Ja, also diese Demonstration ist offenbar kein Freund von der Politik von Jens Spahn. Das kann ich nachvollziehen, ganz ehrlich. Er ist für mich einer der Panikpropheten an vorderster Front, neben Karl Lauterbach. Auch Angela Merkel hat definitiv mit ihrem Appell an die Bürger durchaus nochmal für Sorgen gesorgt. Alle rufen auf zur sozialen Isolation, bleibt zu Hause. Ja, es wird ein einsamer Winter für viele Deutsche. Vor allem für die, die dieser Aufforderung auch blind gehorsam folgen, ohne vielleicht mal einen kleinen Medienspiegel zu machen, einmal die Woche. So, tatsächlich ist der Demozug jetzt zu Ende. Also
Natürlich ist er nicht aufgelöst, aber hier hinten rechts sehen wir jetzt die Polizeifahrzeuge, die das Schlusslicht bilden. Auch die Musik ist leiser geworden hier zum Ende des Zuges. Und ja, es ist jetzt 13.32 Uhr. Laut Schätzungen aus der Demo-Anmelder-Corner soll der Zug um 14.30 Uhr das Brandenburger Tor erreichen. Miguel! Hier oben! Ja, ein Freund fährt vorbei. Man muss ja auch mal Hallo sagen. Ja, der Demozug, wie gesagt, 14.30 Uhr. Soll er das Brandenburger Tor erreicht haben. Und da werden wir dann auch definitiv jetzt hinflitzen, um euch Bilder aus dieser Ecke zu bringen. Ich schalte mal raus in den weiteren Zoom. Und ihr könnt euch das Ende vom Demozug hier noch angucken und sage da unten Hallo bei einem Freund. So, ihr seht, da fährt jetzt im Zentrum des Bildes das letzte Polizeifahrzeug, das jetzt diese Kolonne als Schlusslicht mit begleitet. Ich breche an dieser Stelle die Aufnahme ab. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und ihr hört dann von uns weiter vorne am Brandenburger Tor.